Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Twitch-Kanal. Heute Abend ist wieder ein Let's Play Sunday. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich fühlen? Und ist die Qualität akzeptabel? Nehmen wir erstmal zum Start ein, oder? Ach du meine Güte. Ach, ja, Alpha Software ist doch großartig. Jojojo, Rufio am Start, Varal. Ach Mensch, ihr seid ja alle wieder hier. Toll, 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 toll. Das sieht nach einem Saufabend aus. Ja, Weezen kann jetzt gerade nicht. Deswegen mache ich das hier jetzt heute Abend mit euch. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. Der Sawyer kommt danach. Was passiert denn jetzt, ey? Dieser Schnaps erhöht auf jeden Fall die Lichtempfindlichkeit. Eieiei. Okay, was war das jetzt hier? Oder habe ich jetzt hier. Ist das irgendwie Abbeize oder. Hollalöchen, na, aber vielen lieben Dank, Kio. Vielen Dank für dein Abo. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ja, genau. Erst wird's hell und dann wird's für immer dunkel. Ah, der Rohal ist auch wieder da. Schön, 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 schön. Dann probieren wir mal, was der hier macht. Die Flasche sieht auch interessant aus. Finde es allerdings schade, dass das Objekt offenbar nach oben geoffsettet ist. Scheint mir, als hätten sie halt die Koordinate für die Object-Interaktion halt jetzt auf einmal auf den Handrücken gelegt. Also sie müssen da irgendwas im Koordinatensystem geändert haben, weil auf einmal sitzen die Flaschen halt immer oben am Finger, also am oberen Ende der Box an und nicht da drin. Na, vielleicht ist halt auch einfach irgendwas zurückgesetzt worden, wer weiß es. Ich saufe ja nicht vor der Kamera, ich saufe ja quasi hinter der Kamera. Also wenn man das jetzt so betrachtet, ist der Monitor quasi knapp hinter der Optik der Webcam, was es denn ja rechtlich eigentlich wieder okay macht. Das ist alles Fruchtsaft. Vor allen Dingen hier der Sky Cross Heavy Single Grain Whisky. Whisky ist eigentlich Apfelsaft. So, was gibt's hier? Shake, 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 shake. Ja, das ist nämlich hier so dieses temporale Anti-Aliasing, wovon hier mal alle reden. Ja, da rauscht's denn gar nicht mehr so doll im Kopf und an den Linien, sondern eher draußen. Hallo? Ne? Ist also quasi alles richtig Anti-Aliased, von innen und außen. Also falls ihr denkt, also das geht den ganzen Abend so weit, ich mache jetzt hier natürlich erstmal ein bisschen Vorprogramm, bis dann auch wirklich alle da sind, alle nochmal auf dem Klo waren. So, ja, yes, Haag hat wie immer recht. Das kann man einfach nur bestätigen. Sehr gut. Alter, jetzt ändert sich schon die Farbe hier. Mir war auch ganz gut. Aber guck mal hier, die Pulle funktioniert besser. Offenbar ist das wirklich von den Objekten abhängig. Also Objekt plus, die hier sitzt aber auch schon wieder anders. Ich frage mich, ob der Charakter irgendwann an einer Überdosis stirbt. Alfons, Alfons, vielen Dank für dein Abo. Vielen Dank, wie lieb von dir. Oder wie Alfons auch immer gerne zu sagen fliegt. Pui, 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 pui. Pui, 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 pui. Pui, 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 fuck. Ja, da wird wahrscheinlich. Ach Mann, ey, ich habe wirklich alles vorbereitet. Aber den verdammten Twitch-Titel, das habe ich jetzt wirklich verkackt. Das stimmt, es tut mir leid. Dann machen wir jetzt mal hier Let's Play Sunday. Nicht Sunday, Sunday, Mann, mit Y. Mann, oh Mann, oh Mann. Star Citizen ist aber trotzdem. So, wer jetzt hier quasi noch einmal refreshen möge, der sähe dann auch den richtigen Titel. Holla, die Waldfee, Varal, vielen Dank für dein Abo. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ah, hallo, Kumerchen, na? Wie ist es denn? Boah, ey, Varal, wieder einen Monat älter. Das ist echt, echt abgefahren. Eigentlich muss ich ja sagen, für deinen Resub. Aber das mache ich nächsten Monat dann, wenn du wieder resubben magst. Von und mit DoOZER.
B to the O to the Z to the E to the A. Genau, so, zuck. Och, je, ey, hier der Rausch lässt ja schon langsam wieder nach. Aber ich mach mal hier so lange noch weiter, kann man nämlich hier noch ein bisschen so Sachen auspacken. Hallo? Passiert hier heute noch was? Das ist wieso disabled? Ach so, weil ich drauf gestanden habe. Ja, das erklärt natürlich einiges. Das grüne Zeug von Vic. Das fickt dich richtig weg. Ach so, ja, ich kann davon immer sehr gut schlafen. Zum Schmier, so Vic hat, macht doch kein Schmiermittel, oder? Er ist echt lustig, dass halt der Kopf des Charakters jetzt dazu führt, dass der Cursor sich hier über das Display, über das Interface bewegt. Ist ein bisschen wie eine Lavalampe. Ich will so ein Displaycase haben. Guck mal, das ist tatsächlich persistent. Der hat sich gemerkt, was ich reingestellt habe. Wuhohohoho! Jesus McLoving, vielen Dank für dein Resub. Vielen Dank, wie lieb von dir. Boah, das läuft ja hier heute Abend. It's Resub-Time. Geile, geile, geile Nummer, Leute. Vielen Dank. So, und jetzt fragen wir uns alle, was das da oben ist. Ist das Gian? Oder ist das Mustang? Ist eigentlich auch geil, wenn es da so eine Rap-Kombo gäbe, dann halt so irgendwie den Stanton Mustang-Clan. Sag mal, warum habe ich eigentlich nur leere Kartons hier? Verstehe wirklich. Also, das ist, na gut, okay, kommen wir in die Jukebox. Dann machen wir noch ein bisschen Mucke an. Hallo? Da ist der News-Button. Oh, News-Crash. Die Lautstärke der Musik halt so, weil so hier dabei, geil wird's halt. Sehe ich hier gerade. Sehr verrückt. So, geht die so leicht im Hintergrund? Ja, ne? Das ist schon okay. Das kann man schon mal machen. Waren jetzt inzwischen alle auf dem Klo und haben sie noch ein Eis genommen? Ja. Oder Gerstenbrause? Ja. Hier Amazon, ne? Natürlich alkoholfrei. Ich möchte hier niemanden zum Konsum verleiten. Das machen andere für mich. Puxli-Artefakt. Wozu auch immer das gut sein soll. So, aber ich bin. Mein Charakter ist offenbar schon wieder nüchtern. Geil, jetzt haben wir hier noch so einen riesen Schädel. Auch ganz gut. Wie ist denn die Framerate eigentlich? So, wenn ich jetzt hier so hin und her strafe. Also bei mir ist Rock Solid 60. Ich hoffe, das kommt bei euch da zu Hause vor den Geräten dann auch so an. Bei mir ist hier nämlich alles grün und picobello. Ich hoffe, das bleibt dann jetzt nämlich auch so. Ich habe nämlich jetzt leider auch nochmal mit meinem Provider Rücksprache gehalten. Und, ey, Breacher, grüße dich. Es ist wirklich ein klein wenig ärgerlich. Ich kann hier nicht mehr als die 50.000er Leitung haben. Weil ich meine, so, ey, ihr habt doch hier jetzt so Glasfaser und Kabel und Scheiß und da ist doch auch so ein fetter Upload dabei. Und wir machen ja hier so Faxen, so, Mr. Hidaria. Richtig, richtig. Hidaira. Vielen Dank für dein Abo. Vielen Dank, wie lieb von dir. Und was soll ich sagen? Der Punkt ist halt einfach, trotzdem ich hier im Neubau wohne, kriege ich jetzt hier nicht mehr als halt so diese popligen 10 Mbit Upload. Ja, deswegen muss ich mich hier leider wirklich halt mit, was habe ich jetzt hier? Ich glaube, 4.200 habe ich eingestellt. Mehr gibt es leider nicht. Oh, Rohal, nicht jetzt nicht streiten. Darf jeder mal Danke sagen. Nee, 50k, nicht 15. Super Luke Man. Nee, ich hab eine 50.000er Leitung. Aber nur down. Up sind es halt per Definition, also per Schein hier nur 10. Und das ist auch eben extrem conditional. Hängt halt immer so von der Netzauslastung ab. Was halt eigentlich so dann dazu führt, dass das. Ja, hier jetzt leider nicht so viel mehr werden kann, weil ich würde ja gerne dann halt schon so mit 15, 20 Mbit streamen. Das macht dann nämlich auch schon Sinn, da halten sich die Artefakte dann halt wirklich im aushaltbaren Rahmen und das sieht dann halt eben auch alles ein bisschen schöner aus, ne, schön scharf und so.
Das heißt, momentan encode ich ja quasi halt immer noch über den OBS auf der Grafikkarte. Selbst wenn ich mir jetzt halt so ein Elgato Stream-Schweinetier hier irgendwie kaufen würde, 4K 60 FPS, es würde mir nichts nützen, weil ich müsste halt die Datenrate trotzdem dann halt so bei 4 Mbit cappen. Und ja, ist halt Kokolores so, ja. Total bläht. Ein Scythe-Plating. Stelle ich mal noch Schrott hier in den Hangar. Na gut. Es steht hier ohnehin schon Schrott in dem Hangar. Aber ich bin ja nicht Weasen, deswegen drehe ich mich jetzt hier noch nicht um. 5 Minuten machen wir hier den Quatsch noch. Ich dekoriere mal hier kurz den ganzen Quatsch noch durch. Und sobald ich damit fertig bin und mir die Sachen ausgehen, gehe ich mal davon aus, dass dann auch wirklich alle hier im Stream angekommen sind. Momentan sind wir nämlich bei 153 und das steigt immer noch weiter. Deswegen warte ich jetzt einfach noch einen kleinen Moment, bis denn wirklich alle da sind. Nanu? Ey. Ach, der Dr. Overstier ist auch am Start. Sehr gut. Du siehst schon gut aus. Das ist total lieb von dir, Rohal. Hab mir aber extra für dich heute die Haare schön gemacht. Stundenlang beim Friseur. Mit einem Schwingschleifer. Imperial Arts Foundation. Ja, soll ich sagen, liebe Leute, das ist der Beweis, dass so Teleshopping und Kreditkarten in Verbindung mit Rotwein echt eine ganz beschissene Kombination sind. Was habe ich jetzt hier irgendwas? Ach du meine Güte. Da muss man echt nah rangehen und dann wacht die auf, oder was? Die Imperial Arts Foundation is pleased to present you with this plaque in recognition of your continued support in bringing artistic content to the populace at large. Krieg ich Plaque, ey, wenn ich da spende. Siehst du mal. Ey, Sawyer, ich sag's einfach nochmal, wenn die Kröte nervt, ist mir egal, was sie mir zu erzählen hat, die kommt in die Suppe. Ja, ich sag nur Yo Mama. Ne? Das ist dann halt so diese ganz krasse, sophisticated Aliensprache. Und das Erste, was uns beibringen, ist ein Satz namens deine Mutter. Da dachte ich ja auch, okay, also, ja, das sieht doch schon ganz wohlig hier aus, ne? Guck mal, hier liegt auch ganz, ganz viel Schmutz rum. Intergalaktik, Stück auf Schmutz. Ja, hier, der Schatten irgendwie, der ruppelt hier aber noch mal ganz ordentlich durch die Gegend. Ey, da könnten sie aber die Übergänge auch noch ein bisschen schöner faden. Aber das ist ja eh so eine Frage, wie das dann halt so mit der. Ist das schon Raytracing? Nee, das kann kein Raytracing sein, dann wäre es ja glatt. Kann ich hier noch mehr von den Kisten irgendwie hinlegen? Oh, guck mal hier. Hier kann man noch was machen. Ach, da ist schon das Lickerkabinett dran. Nee, das möchte jetzt aber auch wirklich da bleiben. So, kann ich jetzt hier noch mehr Schrott? Ah je. Ja, sehr wohnlich. Gut, dann halt nicht. Guck mal, hier kann ich noch mehr Scheiß hinstellen. Super. Mal gucken, ob ich jetzt mal hier alle meine Hangarflare-Items endlich mal locker from another universe. Aha, was ist da jetzt drin? Nur Quatsch. King Fleece Fixed List. Das wird wahrscheinlich einer von den Devs sein. Blue Hair. Ach so, das ist Wing Commander. I see. Steht da auf dem Zettel? Kann man das lesen? To do locker Planet Full Galaxy. Ach, da äußere ich mich jetzt lieber nicht zu. Da kann man sich am Ende nur in die Nesseln setzen. Oh nee, Dr. Overstier, du jetzt nicht auch noch. Also wirklich. Wie ist das eigentlich so als Österreicher? Hat man da Deutsch als Fremdsprache in der Schule? Ey, verstehen. Ja, furchtbar. What the fuck, ey? Das ist da jetzt nicht. Nee, Komma. Das sieht ja schon wieder aus. Yes, but no. Ein bisschen Konzeptart mit drin. Und hier. Ah, guck mal, hier, Alphons, da ist dein Hustensaft. Und was ist das hier? Lando Fever Sirup. Das ist dieses Zeug, wovon man dann halt irgendwie 3 Tage später aufwacht. Da geht es einem gut, aber dann hat man ganz viele komische SMS von Leuten, die böse auf einen sind. Und man weiß gar nicht warum. Ja, ich mach's jetzt immer noch ein bisschen spannend. 2 Minuten noch. Dann fange ich mit dem Quatsch hier nämlich an. Okay,
um nochmal zu Bescheid zu sagen, Halt Wiesen ist jetzt leider gerade verhindert. Aber er hat mir natürlich das Schiff, was ich jetzt hier mit euch zusammen let's playen möchte, ganz toll vorbereitet. Deswegen muss ich dann öfter mal hier runter gucken. Hab mir nämlich hier so einen kleinen Spickzettel hingelegt. Es geht nämlich um ein Schiff aus der Original-Kickstarter-Kampagne. Wem gehört der Disco-Anzug? Na, rate mal. Butterfingers natürlich. Discolando, Entschuldigung. Da habe ich ja hier einen Spot vergessen. Ich habe nichts mehr zum Aufhängen. Wie ärgerlich, ist alles schon verbraten. Dann können wir ein bisschen mehr in die Totale gehen hier. Schaut mal. So viel Krempel. Und hier könnte ich jetzt auch noch was hinstellen, wenn ich was hätte. Ein Grey Cat Buggy. Und den habe ich doch. Da habe ich sogar zwei von. Plump. Ja, ich habe mir mal einen gekauft. Und dann, was ist das für ein Blödsinn? Kann ich jetzt hier. Ah, ne, ich kann zwei haben. Sehr gut. Und ich habe nämlich auch noch einen Skin. Nee, usen wollte ich nicht. Hier. Ich habe nämlich auch noch so einen feisten Camouflage-Skin mir angeschafft. Für den Buggy, ja, damit die nicht so gleich aussehen. Mark Skelton. Ey, Wolfkin, grüße dich. Drei PO-Anzug. Auf jeden, Alter. Jeden. So, es ist 50. Sind wir jetzt alle da? Sind bei 172 Mann und Frauen und Zuschauern angekommen. Und bisher ist hier nichts weiter Schlimmes passiert. Es ist keiner in Flammen aufgegangen. Und die Streamqualität scheint akzeptabel zu sein. Ebenso die Lautstärke. So, weil ich lege ja hier nachher noch selber Mucke drunter, deswegen kann ich das Gedudel jetzt hier gerade gar nicht gebrauchen. Auch wenn es schade ist. Aber das hat jetzt hier ein Ende. War schon wieder also förmlich. Ich wollte ja eigentlich ein lockeres Let's Play machen. Jetzt schaut mich an. Jetzt habe ich einen Spickzettel und habe alles vorbereitet. Ja, und halt so irgendwie Stream-Overlays hier nochmal irgendwie alle fertig eingerichtet mit den ganzen Widgets und Pidgets und Pipapo und Schnubbeliwupps und diesem ganzen Unfug. Ja. Es ist wirklich, also, nee, ist alles viel zu professionell. Mehr Schiebetöne und jetzt Partey. Der Zeus hat recht. Genau. Wuhuhuhu. Läuft. Wutzk. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für dein Abo. Vielen Dank, wie lieb von dir. Oh, geiler Typ. Danke, Wutzk, Alter. Sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. Gebe ich gerne weiter. Sawyer hat es auch gesehen. Wenn der jetzt nicht Danke sagt, dann ist er unhöflich. Ich mache keine Hektik, Paladin. Alles gut. Vor allen Dingen nicht mit G. Die Hektik mit G ist nämlich noch viel schlimmer als die mit K, sage ich euch. So, jetzt hier nochmal schnell einen Schluck Rasierwasser. Oder ist das Abbeize? Klebstoff ist es bestimmt. Siehst du ja, klebt nämlich schon an der U. Also Farbkorrektur funktioniert schon mal in Echtzeit in dem Spiel. Das ist schon mal gut. Mal alles blau. Ey, mal, welchen Sinn hat es halt mit solchen Dingern rumzuprollen, wenn man die so hoch hängt, dass man es nicht mehr lesen kann, entspannt. United Empire of Earth Savings Bond. 100 UEC. Wow. Also da hat sich ja einer mal richtig nackig gemacht und hat mal hier fürs Imperium gespendet. Choa. Hallo Schröder. Grüße. Feiert Weezen schon Geburtstag vor? Nein, Weezen hat noch nicht Geburtstag, ja. Der ist zwar alt, aber so alt ist er noch nicht. Am Mittwoch wird er noch ein Stückchen älter. Deswegen macht Sawyer nämlich am Mittwoch auch den Stream. Wo fährt das jetzt hin? Also Bughunting ist ja eigentlich schon ein ganz geiles Ding, ne? Zack, da geht es. Ja, zu. So, Freunde, also an dem Cycle müsst ihr auch noch mal gucken, irgendwas stimmt da nicht. Zack, zu. Es
Aha. Also es geht nicht auf und zu, sondern grundsätzlich fährt dann einfach nur die Blende die Wand hoch, bis er dann halt irgendwann wieder einrastet. Jetzt geht sie, sollte sie wieder zugehen, jetzt fährt sie wieder die Wand hoch. Aber sag mal, ist das jetzt eine andere Textur als das eben? Weil die hat runde Ecken und ich bilde mir ein, die jetzt kommt, die hat. Ja, die ist eckig. Die ist eckig und wenn es zugeht, dann ist das offenbar eine andere Textur, ein anderes Asset. Ja, genau, weil das ist nämlich abgerundet. Ja, also wie man hier im Ausschussverfahren was über Star Citizen lernt, du machst dir keinen Begriff. Ja, der gute Stoff, glaube ich, der wurde nicht mitgeliefert. Das ist halt so das Problem. Aber geil ist natürlich hier die geeisten Gläser. Ja, also das zeugt ja schon von Geschmack. Das da nicht so. Aber ist ja auch egal. Jetzt sind wir nämlich wirklich, wirklich fertig. Jetzt sind wir bei 182. Und ich finde, ich reveal jetzt mal ganz krass, worum es heute geht. Und zwar let's playen wir heute den Grey Cat Buggy. Ja, der ist ja auch quasi Teil von Star Citizen. Seit der Kickstarter-Kampagne mindestens und man kann mit dem Ding halt richtig geil im Arena Commander performen. Zumindest gab es da mal einen Bug, wie man den reinladen konnte. Den zeige ich euch nicht, das ist alles totaler Quatsch. Sondern es soll heute nochmal um die Caterpillar gehen. So, die ist ein unwesentliches Stückchen größer. Ich habe sie jetzt hier schon mal hingestellt. Aber ich glaube, da gibt es ein bisschen was drüber zu erzählen, weil das letzte Let's Play, das wir dazu gemacht haben, das war ja halt, als mich Weezen schreiend von meiner Firmenweihnachtsfeier weggeholt hat, morgens um 4. Und das merkt man dem Video auch so ein bisschen an. Ja, also wir wollen jetzt gar nicht so sehr weiter darauf eingehen, was da jetzt los war und wer jetzt hier wem halt irgendwie respektlos und so und überhaupt und wer da irgendwie eventuell vielleicht einen über den Durst getrunken hat. Das sind alles so Sachen, ja, wer da ohne Sünde, der werfe doch den ersten Stein. Ja? Deswegen mache ich das heute noch mal ordentlich. Ja, ich habe hier sogar ganz, ganz toll und super hier noch so Sachen vorbereitet. Natürlich jetzt nicht in der Scene, sondern in der anderen. Aber ich habe quasi noch extra Material. Voll geil, hat mir auch der Weezen gegeben. Das ist schon richtig. Wie, was heißt denn jetzt hier der. Ja, Rohal, okay, pass auf. Wir probieren einfach mal aus. Ist auch jetzt eine Premiere. Aber ich gehe jetzt hier einfach mal, glaube auf das Clean Interface rüber. Genau, wunderbar. Also guck mal hier, Rohal, bist natürlich auch wieder selbstverständlich mit dabei. Ja, verdammt, ich habe jetzt hier natürlich alles umgestellt. Jetzt kann ich. So. Fix it. Perfekt. Genial. Jetzt verstehe ich, warum die dann halt auch immer so mit der Kamera durch die Gegend fahren. So, damit auch alle wissen, mit wem das zu tun haben. Machen wir hier so ein Namensschild dran. So. Perfekt. Jetzt vielleicht ein bisschen sehr hoch. Hervorragend. Ach so schlimm war das jetzt nicht. Man hat es nicht bemerkt. Dann ist ja gut. Ich habe ja in den Kommentaren was Gegenteiliges gelesen. Aber ich mache jetzt quasi halt nochmal ein kleines Vor-Let's Play, bevor ich mit dem eigentlichen Video anfange, weil ich würde ja schon ganz gerne wissen, ob ich halt mit diesem Great Cat Buggy in diese Caterpillar reinpasse. Hat das schon mal jemand probiert? Ich weiß es nicht. So, Schleuse, 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 schleust. Da. Oh. Das ist auch hinterhältig. Ja, so, das weißt du ja, ne? Keine Arme, keine Kekse. Mann, ey, das geht aber auch schneller hier, ne? So, mal gucken. Jetzt passiert bestimmt irgendwie was Schlimmes, weshalb ich denn wieder nicht. Irgendwie fühlt sich's aber dann, muss ich sagen, unter Windows 10 doch ganz slick irgendwie inzwischen an hier. Die ganze. Oha. Ja, ich hätte mal besser die Klappe halten sollen. Das war jetzt wieder. Totally uncalled for. Ja, super. So, da unten muss ich hin. Aber was zieht hier eigentlich immer durch die Kamera? So, da muss ich. Ja, Schande.
Na, war ja klar. Es fällt wahrscheinlich gleich noch die Kanone vom Turm ab. Sie ist schon kommen. Ja, das ist eine geile Laderampe, ey. Super, wie soll ich denn da was draufladen? Also wisst ihr, Leute, ich würde ja ganz gerne halt mit den Jungs in der Schiffspipeline mal ein Wörtchen reden, weil das ist ja nur wirklich. Ja, no shit, aber ganz im Ernst, wenn ich einen Greycat auszuliefern habe, wo lade ich den denn hier rein? Ja, wie bringe ich den denn hier ins Schiff? Da muss ich dann warten, bis die Traktorstrahlmechanik drin ist, um den dann hier. Oh! Eieiei. Um den dann hier. Ah, nee, geht ja nicht. Geht ja nicht anders. Na gut, okay. Hoppala. So, dann stellen wir mal wieder ab. Ordentlich halt so, damit jetzt hier irgendwie keiner Raster bekommt. Aurelius, das ist eine Drake Interplanetary Caterpillar. Und, na, die Frontrampe reicht leider nicht bis unten hin. Das ist halt eben genau das Problem. Die geht halt auf, aber ja, genau, der Gabelstapler-Sale, auf den warten wir dann alle ganz ungeduldig. Ach, guck mal, von außen kann ich es also auch schließen. Dann sieht das nämlich im Let's Play so aus, als hätte ich wirklich gerade eben erst angefangen und keinen Blödsinn gemacht. Echt, Dr. Overstier, du hast es geschafft, den Greycat da unten reinzuladen, oder was? Ja, das muss ich mir mal angucken. Ich hoffe, da gibt es halt einen Videobeweis von, ne? Pictures or it didn't happen. So, dann suche ich mir jetzt mal hier irgendwie ein schönes Startbild. Am besten auf der Seite mit dem Cockpit. Die Maximalcrew ist 4 tatsächlich bei dem Schiff. Minimal allerdings 2. Mein Dr. Overseer, auf der Festplatte nützt das Video doch keinem. Ja, das muss doch ins Netz. Ja? Ja, geil, ey. Jetzt ist der Greycat-Varianten gehighlightet. Nee. So, jetzt zeige ich euch mal, was das Problem mit diesen Hangars momentan ist. Lü. Zip. So, das sieht jetzt aus, als wäre es persistent. Was ist das eigentlich? Aha. Ja, schön. Also wir sehen schon mal, was nicht persistent ist. Also der ganze Quatsch ist persistent. Eine Box gibt's. Aber zum Beispiel der Display Case, das merkt er sich nicht. Und hier Poster ist auch highly conditional, ob das jetzt halt bleibt oder nicht. Ja, toll, ey. Weißt du, also da machst du dir hier die Arbeit und dekorierst den ganzen Quatsch hier einmal von vorne bis hinten durch, damit es im Let's Play hübscher. Das Geile ist, es ist sogar noch eingetragen. Aber die Objekte sind halt eben nicht korrekt wieder zugeordnet worden. Weil offenbar steht in der Datenbank ja drin, dass sie in diesem Revel und York Hangar hängen sollten. Aber vielleicht nicht mehr wo und deswegen werden sie da halt einfach nicht zugeordnet. Verdammt, das war jetzt der dämliche Plugbond da hinten. Ach so, stimmt. Wir haben ja noch diesen Bug, dass die Dinger immer random irgendwo rumliegen. Also wenn ich jetzt hier eine Argo spawne, dann liegen jetzt die Items, die nicht mehr da sind, da im Kofferraum oder so, ne? Na komm, die beiden Greycats stelle ich hier nochmal hin, damit es hier nicht so aussieht, als wäre ich so arm, dass ich immer zu Fuß gehen müsste. Ach, aber den Skin hat er sich gemerkt. Die wichtigen Sachen funktionieren, ja. Die Meldung wird meistens sofort entfernt. Na, wahrscheinlich, damit die Developer nicht so sehr von den Bugs abgelenkt werden. Weißt du? Sonst kommen sie halt nicht vorwärts. Was ist das hier? Typeflow. Ach, genau. Das ist ja halt so der Spot, wo man halt so hier die Cat halt irgendwie hinstellen muss.
bin jetzt hier ungelogen erstmal 5 Minuten durch den Hangar gelaufen und habe halt den Punkt gesucht, wo ich den Quatsch spawnen kann. Und momentan ist auch der Reverend York der einzige Hangar, der dieses Ding beherbergen kann, weil woanders passt er halt eben hier ran. Ey, Trash Run, grüße dich! Mit 3-0, mit 3-0 wird alles ganz wundertoll. Mit 3-0, mit 3-0. La 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 la. La 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 la. Das ist halt quasi die A Cappella Instrumental Version ohne Text. Der Levi ist auch am Start. Guten Tag. Nächstes Jahr vielleicht. Let's see. Ich hatte jetzt ja darauf spekuliert, dass es nächste Woche kommt, aber ich glaube ja nicht. Wie ist denn das eigentlich? Sawyer, kannst du mal im Voting-Chat starten, ob ich jetzt halt Rohal hier auf meinem Mikro sitzen lassen soll oder nicht? Das wüsste ich jetzt gerne. Währenddessen. Also getränkemäßig bin ich gut ausgestattet. Ja. Und ich habe sogar noch Würstchen im Kühlschrank, weil Wiesen heute nicht da war, um sie mir wegzufressen. Ein guter heißer Grog. Na, eigentlich ist es Kaffee. Zeus, Dankeschön. Ah, ich bin jetzt aufgeregt. Es kribbelt überall. Das Ergebnis vom Vote ist doch klar. Ja, ich würde es aber trotzdem gerne schriftlich haben. Dann kann ich sagen, da guck. Ja, dann ist es nämlich auf Twitch gespeichert. Ja, Roha, jetzt hier nicht deinen Botnetzwerk anschmeißen und gegenvoten, ne? Muss auch mal verlieren können. Strawpoll.me. Ja, gibt's jetzt hier. Also, es ist jetzt nicht so wie Raffle oder was, dass man denn hier im Chat direkt die Auswertung kriegt. Ach, na gut, dann muss ich ja noch draufklicken, ey. Oh, die Arbeit. Ist das so. Ist furchtbar. Werd hier. Ist wie Sklaverei quasi mit Sawyer. Ist ganz schlimm. Ich bin kein Roboter ankreuzen. Aber ich fühle mich wie ein Roboter. Ich bin so leer innen. Ah, sieht gut aus. Wir haben 48 Stimmen. 32 sind dafür. 13 dagegen. 4 wissen nicht, wer Rohal ist. Ah, nee, andersrum. Quatsch. 13 wissen nicht, wer Rohal ist. Und 4 dagegen. Was? Immer noch? Wir können ein bisschen Horse Race machen. Horseland, Horseland! Yeah, 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 yeah! Aber Rohal bleibt nicht immer nach vorne. Haarige Sache, da hast du recht. Aber ich habe einen dünnen gemacht, weißt du, dass das nicht so pop, 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 ne? Ja, alter Mann und so. Ein Hart für Rohals. Oh ja. Wir wissen alle, wie der Vote ausgeht. Ach, kannst du hell sehen? Verrücket, verrücket. Okay, und bevor wir anfangen, muss ich jetzt noch wieder ein Selfie für Skyline machen. Letztes Mal war es nicht jugendfrei, meinte sie. Ich sehe das ja anders. So, hier, bitteschön. Ihr seid alle meine Zeugen. Ich bin meiner Pflicht nachgekommen. Dann kann man hier vielleicht das Ding hier mal noch irgendwie auch bitte nicht stören setzen. Nicht, dass jetzt hier noch irgendwie zwischendurch einer anruft und mir irgendwas verkaufen möchte. Ich sollte mir wirklich
abgewöhnen, diese Arbeits-E-Mail zwischendurch zu lesen. So, wir sind bei 60 Votes. Ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Und 60% sind dafür. Also, Rohal bleibt. Dann können wir die anfangen. Macht jetzt was ein auf Webcam-Burler, das nebenher ständig Selfies macht. Naja, weißt du, bevor ich hier noch eine zweite Webcam unterm Tisch anbringe und auf Chatobate online gehe, mache ich lieber Selfies. Wie viel fehlt? Dumm. Soll mich verarschen, ey? Springe ich ja nach dem Aufstehen höher. Sind wir schon wieder hier. Wir hier irgendwie müssen sich so dahinter so verstecken. Na gut, Vordergrund macht Bild gesund, aber das ist nun wirklich keine Option. Okay. Dann, Count was? Habe ich nicht verstanden. Das war ein Duckface? Nein, das ist ein Duckface. So, dann starten wir mal die Aufnahme. Aufnahme läuft. Und es ist immer noch keiner zu Schaden gekommen. Nichts ist explodiert und nichts brennt. Scheint heute mein Tag zu sein. Aber wir wollen es lieber nicht beschreien. So, Spickzettel ist auch aktiviert. Wunderbar. Warum ist Dosa alleine? Weil Wiesen gerade leider nicht kann. Also er kann leider nicht hier sein. Er lässt sich auch entschuldigen und winkt ganz dolle. Ist nämlich gerade leider anderweitig beschäftigt. Und dementsprechend mache ich es heute alleine. Aber Wiesen hat nämlich wie immer die Folge großartig vorbereitet und recherchiert. Dementsprechend möchte ich den Credit da halt eben auch hier direkt weitergeben. Alles, was ich hier heute Abend an Fakten über die Caterpillar zum Besten gebe, hat der Wiesen vorbereitet. Er ist quasi bei uns im Geiste. Wird es mal wieder die Möglichkeit geben, die Caterpillar zu erwerben oder sogar zu tauschen? Da kannst du aber einen drauf lassen. Also es ist in regelmäßigen Abständen möglich, sämtliche Schiffe eigentlich immer wieder zu erwerben, also fast alle. Es gibt so ein paar, die halt nicht immer rauskommen, aber eigentlich kann man sagen, die Dinger klackern in regelmäßigen Abständen immer wieder mal in Sale. Insofern keine Sorge, aber ja, wie gesagt, Minimalcrew sind zwei, Max sind vier. Überleg dir gut, ob du dir so ein Ding wirklich an die Backe nageln willst. Ich hab's damals halt eben aus sie ist im Sale gemacht. Ich bin mir noch nicht mal so ganz sicher, ob das so eine geile Idee war. Aber ich finde sie schön. Und ich glaube, das war ja die Idee. Außerdem wollte ich das Spiel unterstützen und jetzt ist es so. Und wenn es scheiße läuft, ist er schuld. Genau. So halten wir das. nee, die Hörner sind keine Geschütze tatsächlich. Aber, wer weiß, das kann sich ja vielleicht noch ändern. Obwohl ich nicht so ganz weiß, was das sonst sein soll. Wahrscheinlich die Traktorstrahlen will. Aber das da oben sind Geschütze, bin ich der Meinung. Weil wir haben an den Türmen welche und wir haben halt eben auch vorne dann welche, bin ich der Meinung. Wenn die jetzt nicht direkt unterm Cockpit angebracht sind. Genau, wir haben nämlich viermal, das heißt 2 Bering M3A und zweimal 2, das heißt 4 M46. Und die M46 hängen nämlich am. Ach, da. Ah ja. Naja, klar, die sind halt hier verortet. Und dann werden wahrscheinlich obendrauf auch nochmal welche sein. Aber da schauen wir gleich einfach nochmal. Die M46 hängen auf jeden Fall an den Türmen. Genau, M46A. Das sind quasi Parksensoren. Die werden auch immer größer mit den Jahrhunderten, ne? Green 24, ich würde dir ja einfach eine Freelancer ans Herz legen. Ich finde die geil. Ist genau der richtige Formfaktor, hat ordentlich Bums, ist schnell, also verhältnismäßig und ist treibstoffeffizient und kann man alleine gut operaten. So. Immer nochmal. Nur für den Fall, dass das nachher nicht synchron sein sollte. Das passiert ja eigentlich quasi nie. Genau. Na dann.
der Leistungsdruck steigt. Mal gucken, wie gut ich das hier heute Abend alleine hinkriege. Keine Ahnung. Ich finde es ja immer ganz schön, wenn Wiesen dabei ist, weil dann kann man immer so ein bisschen palavern. Daraus ergibt sich dann meistens auch eine ganze Menge. Aber deswegen machen wir es heute hier. Rohal ist ja bei mir. Es kann ja eigentlich nicht schief gehen. So, deswegen mache ich jetzt mal so ein bisschen den Soziopathen und schieb mal den Chat auf diesen anderen Monitor hier, damit ich von eurem Getippe nicht die ganze Zeit abgelenkt werde. Jedenfalls läuft meine Aufnahme jetzt. Kurz lesen. Entschieden. Also sich so ein Cockpit muss ich ja für sich selber entscheiden. Die Cutlass ist auch nicht schlecht. So. Danke, Rohal. Das hilft mir wirklich gerade überhaupt nicht. Jetzt weiß ich, warum ich den dämlichen Chat normalerweise nicht lese beim Drehen. Ist eigentlich auch gelogen. Natürlich lese ich den immer wieder. Aber Rohal ist ja auch nicht immer so gemein zu mir. So, jetzt sind wir bei 176. Flacht schon wieder ab. Müssen jetzt anfangen. Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ein neues Let's Play, ein neues Glück. Und heute geht es um die Drake Interplanetary Caterpillar. Dieses schöne Schiff stammt noch aus der Original-Kickstarter-Kampagne und ist dann so vor, na, weiß ich nicht, einem halben, dreiviertel Jahr ungefähr hangar-ready und dann auch flugfähig geworden. Und ja, ist auf jeden Fall ganz schön groß. Es ist quasi die Freischaltung bei 1,5 Millionen Funding gewesen und wurde damals als der böse Zwilling der Freelancer bezeichnet. Allerdings weiß ich nicht, wie da die Familienverhältnisse so tatsächlich sein sollen, weil das kann ja höchstens halt The Brother from Another Mother sein. Weil mit den Abmessungen war das weder derselbe Vater noch dieselbe Mutter. Hallalilalo. Genau, das gute Stück ist nämlich ganz schön groß und ist 111,5 Meter lang und wiegt sage und schreibe 1608 Tonnen. So, die Freelancer ist unwesentlich kleiner. Ich habe die Stats jetzt gerade nicht hier, aber es ist nicht mal die Hälfte, bin ich der Meinung. Das Schiff ist für maximal 4 Leute ausgelegt und braucht aber minimal 2 Leute, um vernünftig geoperated zu werden. Ihr seht hier vorne, das sind quasi ist der modulare Teil des Schiffes, der auf diesen ausklappbaren Beinen ruht, die dem Schiff auch seinen Namen geben. Also Caterpillar ist ja zu Deutsch Raupe oder beziehungsweise so na, Tausendfüßler, ja, Tausendfüßler Raupe, also halt eben so ein langes Vieh, das ganz viele Beine hat. Deswegen viele Beine, deswegen heißt das nämlich Caterpillar. Hier vorne seht ihr auch nochmal die äußere Druckschleuse. Das hier vorne ist interessanterweise tatsächlich das einzige Modul, was quasi ein Air Shield hat. Das bedeutet, dieses Ding kann man vorne aufmachen bei Null Atmosphäre und kann hier vorne zu- und entladen, ohne das Schiff zu dekomprimieren. Aber dazu gleich mehr. Ich zeige euch dann halt das schöne Teil auch nochmal von innen, wenn ich hier drumherum bin. Hier vorne oben haben wir nämlich einen der beiden Türme, die dran sind, bewaffnet mit zwei Bering M6A Laserkanonen. Also der da vorne hat zwei. Und hier unten haben wir den zweiten Turm nach hinten raus und nach unten, wodurch wir quasi halt eine Abdeckung nach oben wie nach unten von halt 180 Grad und 360 Grad horizontal gewährleisten können. Insofern ist sie schon mal defensiv besser bewaffnet als die Freelancer und sie ist halt eben im Gegensatz zu Freelancer halt eben auch härter gepanzert. Das Ding ist halt für den Transport gedacht. Und man kann hier an der Hintergrundinformation, die ich jetzt mal zum Besten gebe, halt auch gleich ablesen, wofür sie halt eben gedacht ist. Das Schiff wurde nämlich 2871 auf der Intergalactic Aerospace Expo präsentiert und stieß dabei direkt mal auf sehr viel Ablehnung. Und zwar hauptsächlich, weil das Design veraltet wirkte. Als ob es so ungefähr 30 Jahre hinter allen anderen Schiffsherstellern herhinken würde. Allerdings war es dann halt eben so, dass sich nach der Einführung diese Betrachtungsweise schnell änderte, weil nämlich ihre Modularität und ihre Kostengünstigkeit im Betrieb dieses Schiff doch als Alleinstellungsmerkmal sehr interessant gemacht haben. Allerdings geriet sie dann danach auch schnell in Verruf, weil sie nämlich sehr gern deshalb von Piraten verwendet wurde.
Drake versuchte öffentlich immer wieder Abstand von dem kriminellen Image zu nehmen. In den UAE-Statistiken es ist aber belegt, dass gerade die Caterpillar der beliebteste Frachter bei Raubzügen ist. Ebenso wird sie sehr gerne zum Schmuggeln verwendet. Da sie aber für ihre auch für viele legale Zwecke eingesetzt wird, geht die Caterpillar nach wie vor im allgemeinen Schiffsverkehr unter. Vielleicht ist sie auch deswegen bei Piraten so beliebt. Also sie wird halt schon genutzt, aber es ist natürlich halt auch ein eher spezielles Schiff. Sie ist halt stark, also sie ist halt nicht so voluminös wie eine Hull, die halt wirklich sehr viel Fracht transportieren kann. Aber sie ist tatsächlich halt bewaffnet und kann sich zur Wehr setzen. Deshalb wahrscheinlich auch die Beliebtheit bei Piraten. Zur Sonderausstattung gehören zwei Tractor-Beams, womit man das Schiff beladen kann, dann wenn man sich halt außerhalb einer Atmosphäre befindet. Zur Ausstattung gehört halt eben auch eine abtrennbare Kommandobrücke, die sich hier vorne am Rumpf befindet. Also hier sind halt eben die schwenkbaren Triebwerke, die wir halt eben auch vermutlich so drehen können, so wie es aussieht, wie halt bei der Cutlass halt das auch gemacht ist. Das ist ja auch ein Drake-Schiff. Das hier ist das Kommandomodul, quasi dieses kleine Teil hier, was an den Rumpf angedockt ist. Da sitzen Pilot und Copilot drin. Und im unteren Teil, bin ich der Meinung, sitzt der Waffenoffizier, wenn dann einer da ist. Dieses ganze Teil kann sich abklinken und verdrücken. Allerdings verbleibt der Jump Drive der Caterpillar im Hauptrumpf. Dieses kleine Modul hat keinen eigenen Jump Drive, ist aber halt eben auch, wie wir hier sehen, nicht unbewaffnet. Das sind allerdings, glaube ich, kleinere. Das M46A? Nee, das sind klar, das sind die M43A, so wie es aussieht. Da schauen wir gleich nochmal rein, wenn wir im Pilotensitz gesessen haben. Aber ich würde sagen, keine Möglichkeit vorschützen. Jetzt gehen wir einfach mal an Bord und schauen, was sich Drake dabei so gedacht hat, als sie das Ding designt haben. So, jetzt eigentlich müsste ich hier, da ist der Knuppi und man denkt halt, dass das hier die Schleuse wäre. Ist es aber nicht. Draufdrücken und aufpassen. Sonst bist du nämlich gleich ein ganz schön platter Pirat, wenn du eingestiegen bist. Oder ein sehr platter Händler. So, genau. Dann hier drüben ist quasi die Aufzugkontrolle. Und wir sehen schon. Der Innenraum ist halt Drake-mäßig halt eher pragmatisch gehalten. Die unverkleideten Innenpaneele, sieht halt eben alles ganz schön rough aus. Aber hier sind wir dann halt eben erstmal im Ladebereich. Und genau, von hier aus kann man entweder nach vorne. Ah, jetzt bin ich in die falsche Richtung gelaufen. So, hier ist vorne, genau hier ist nämlich die Messe mit den vier Schlafkojen verortet. Und ja, mit ein paar kleinen Terminals noch mit dabei. Hier halte ich jetzt einfach mal für eine Kochstelle mit vier Flammen und einem Waschbecken, um das Ganze halt eben auch ja, ein bisschen gemütlich machen zu können, wenn wir beieinander sitzen und möchte man vielleicht auch mal was essen, ist vielleicht nicht schlecht. Und das Scheißhaus ist halt eben direkt in der Messe. Ja, gut, aber was will ich von einem Hersteller erwarten, der halt auch in der Cutlass das Klo direkt neben das Kopfende des Bettes gebaut hat? Offenbar, Pragmatismus wird bei Drake groß geschrieben. Hoppala. Hier vorne, ja, haben wir direkt einen leeren M50 Modellkarton, der hier in der Gegend rumliegt. Das ist witzigerweise einer meiner Hangar-Items, die ich vorhin hier in der Vorbereitung noch im Hangar dekoriert habe. Den bin ich einmal raus und wieder rein, um das Schiff halt alle Schleusen zu resetten. Und dann war die Hälfte meiner Hangar-Flare-Items nicht mehr da. Und ich vermute ja mal, wir werden hier im Schiff wahrscheinlich noch mehr von der Sorte finden, weil das da lag nämlich eigentlich draußen. Aber gut, Star Citizen Alpha. Jedenfalls, insofern haben wir sogar schon Fracht geladen. Das hier ist nämlich eines der Frachtmodule der Caterpillar, von der sie fünf Stück an der Zahl hat, die modular bestückt werden können. Und es ist halt so, dass zu der modularen Ausstattung unter anderem Dockingvorrichtungen gehören können, eine Krankenstation, Wohnquartiere oder ähnliches. Man kann hier zum Beispiel auch halt Dragonflyers oder ähnliches drin parken. Und wenn man dann halt das sinnvoll findet, kann man nämlich halt diese Außenschleusen hier öffnen. Und somit diese Frachträume halt auch in Zero-G außerhalb einer Atmosphäre mittels Traktorstrahlen beladen. Hier vorne haben wir nämlich genau die eine. Ach so, dafür ist es nämlich da. Hier unten sitzt der eine Traktorstrahl-Operator und auf der anderen Seite haben wir nämlich im Ausleger hier oben, da gehen wir nämlich gleich noch hin, eine zweite Kanzel für den zweiten Traktorstrahl-Operator. So kann man dann nämlich auf beiden Seiten
das Schiff B und entladen. Ja, hier ist dann also Loot, 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 Loot. Und dann können die Jungs hier mit dem Traktorschein den ganzen Quatsch hier nämlich reinschieben. Und genau, dieses Bild setzt sich hier in dieser Weise quasi bis ganz vorne fort. Ich gehe jetzt hier einfach mal durch und mache hier mal auf. Lassen wir mal ein bisschen Frischluft rein, ne? Damit das hier nicht mehr so muffen tut. Zack, zack, zack. Das ist schon schön, ne? Wie sie das hier mit den Flares und so gemacht haben. Allerdings sehen wir hier auch, dass, naja, im Shading müssen wir nochmal gucken, weil offenbar unterliegt der Außenraum einer anderen Logik als der Innenraum. Weil hier drin müsste es jetzt natürlich durch die offenen Klappen viel, viel heller geworden sein. Und da erklären sich mir diese tiefschwarzen Schatten hier gar nicht. Aber das sind halt alles so Sachen, da wollen wir mal gespannt sein, wie sie das halt noch in der weiteren Entwicklung des Spieles lösen werden. So. Jetzt kommen wir nämlich hier vorne zum letzten Modul. Und hier habe ich vorhin schon drüber gesprochen. Das hier ist das vorderste Frachtmodul samt Schleuse. Und es ist halt eben so, dass die Caterpillar auch noch einen weiteren Zweck halt hat. Sie kann als Rambock benutzt werden. Beziehungsweise in der Lore ist es so, dass einer der bekanntesten Heists, die jemals durchgeführt worden waren, das war der sogenannte Kesselring-Heist. Und hier wurde im Jahr 2903 eine Caterpillar als Rambock verwendet, um einen Frachter zu bohren. Das heißt, die sind halt mit dem Ding einfach in den Frachter reingeflogen, haben hier vorne denn die Schleuse aufgemacht, sind reingerannt und haben das Ding ausgeräumt. Und dabei wurde 1 Kilogramm Erisium abgestaubt, was halt offenbar in Stasis ganz schön viel ist. Und zur Flucht haben die Räuber dann kurzerhand das Kommandomodul abgekoppelt und sind damit verduftet. Insofern, ja, erklärt sich halt natürlich, also da vorne ist das Kommandomodul, nochmal zur Visualisierung. Ja, das hat halt eben jetzt auch nicht unbedingt zur Reputation dieses Schiffes beigetragen. Aber wie ihr seht, multifunktional und offenbar für jeden Spaß zu haben. Wir klettern jetzt vielleicht einfach nochmal kurz auf die Gangway. Genau, weil hier sehen wir nämlich halt einen großen Vorteil dieses Schiffes gegenüber zum Beispiel einem Schiff, was halt die Frachtmodule auch als Durchgang benutzt. Ich kann hier oben quasi durchs komplette Schiff halt eben auch durchlaufen, so wie unten. Das bedeutet, ich kann diese Frachtmodule wirklich bis unter die Decke vollstapeln und halt rechts und links auf Anschlag, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich mich im Schiff nicht mehr bewegen kann. Das ist designtechnisch wirklich, sagen wir mal, ein sehr guter Kunstgriff. Und hier ist nämlich der Einstieg zum oberen Turm. Wenn ihr jetzt so einen Button kriegen würde, dann würde ich euch das auch so direkt beweisen. Na gut, dann halt eben nicht. Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal mit der Begehung weiter und zwar im unteren Teil. Und ich zeige euch jetzt einfach mal den Maschinenraum. Dafür bewegen wir uns jetzt halt einfach durch die kompletten Frachtcompartments wieder nach hinten. 2, 1. Schade, gab irgendwie nicht mehr. So, da sind wir wieder in der Messe. Zweite Tür, zack. Und hier sind wir vorhin eingestiegen. Genau, hier ist jetzt Schluss. Und jetzt hier hinten geht es nämlich durch diesen Zugang in den Maschinenraum. Das hier sind die beiden Turbinen innen der beiden großen schwenkbaren Triebwerke an der Außenhülle der Caterpillar, die wir vorhin gesehen haben. Und das hier hinten ist laut den Informationen, die mir vorliegen, die Engineering-Station. Funktioniert halt noch nicht, aber gut, das ist jetzt ja nicht unbedingt das Einzige, aber zumindest sind die Monitore schon mal durchnummeriert. Ja, es muss halt alles seine Ordnung haben, aber alles gewohnt funktional und pragmatisch. Das hier hinten sind tatsächlich die Treibstofftanks, wenn man der Dokumentation glauben kann. Und da habe ich nämlich auch noch was Besonderes für euch. In der Broschüre haben wir nämlich eine Zack-Visualisierung dieser ganzen Geschichte, wo wir jetzt halt eben auch sehen, wir stehen jetzt quasi hier oben vor den Fuel Tanks neben der Engineering-Konsole. Und dementsprechend ist halt hier in diesem Raum auch der Turmzugang verortet. Und das werden wir jetzt gleich mal überprüfen, ob das dann jetzt auch wirklich so stimmt. Jupp, scheint so zu sein. Und den kann ich auch benutzen. Ich hoffe inständig, dass ich da gleich wieder rauskomme. Weil das ist halt immer so, gefährliche Geschichte. Zack, und schon stehen wir Kopf. Was passiert, wenn ich jetzt... Ah ja, genau. Zack, und da
haben wir das gute Stück nochmal in der Außenansicht. Und jetzt darf ich halt eben nicht zu weit hochschwenken, weil sonst stecke ich nämlich in der Hangardecke. So, hier unten, da sitze ich jetzt in dem Turm. Der hat sich jetzt nach vorne ausgerichtet. Und das ist das gute Stück nochmal in der Außenansicht. Hier sehen wir auch einmal die Traktorstrahlkuppel auf dieser asymmetrischen Tragfläche. Auf der anderen Seite gut zu erkennen das Kommandomodul und die zwei großen schwenkbaren Triebwerke. Hier vorne der zweite Turm nochmal. Und hier vorne die Hörnchen. Ein gewisser Herr Dr. Oversteer hat mir gesteckt, dass das offenbar so eine Art Parksensoren sein sollen. Er meint, das hat er irgendwo mal gelesen. Ja, ich würde sagen, die werden mit den Jahrhunderten auch immer größer. Aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt einfach mal weiter. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Oh Gott. Ah doch. Sieht man bloß von außen nicht so deutlich, wenn er aussteigt. Und? Na Mensch. Okay, wunderbar. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier nämlich auch noch den Zugang zum Oberdeck. Hier über diese Leiter. Allerdings ist da von innen, von oben eine Invisible Wall davor. Und deswegen gehe ich jetzt einfach hier so durch. Wir haben nämlich auch eine ganz normale Treppe. Tipp, 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 tipp. Hep. So, und jetzt sind wir hier oben in dem Quergang. Da geht es zum Kommandomodul. Und hier, zack, geht's zur Aussichtsplattform, von wo aus man den zweiten Traktorstrahl bedienen können soll. Ich würde jetzt mal mutmaßen, dass das der Traktorstrahl ist, der da halt an der Tragfläche vorschaut. Und von hier aus kann ich dann, wenn halt die Klappen alle offen sind, unter Nullatmosphäre in Zero-G das Schiff von außen beladen. Sagen wir mal so, der Designer, finde ich, hat auf jeden Fall einen Preis verdient. Das Ding wird sicherlich jetzt keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, aber es ist ein super Zwischending zwischen einem Transporter, der halt eben auch eine ganze Menge Kloppe einstecken kann, und ja, einem Multifunktionsschiff, das halt quasi vorne quasi seinen Frachtraum gegen verschiedene Funktionsmodule eintauschen kann. Hier drüben befindet sich der Serverraum, wo offenbar die ganze Steuerelektronik und Ähnliches verortet ist. Die Dinger sehen wirklich original noch aus wie, ja, das sind halt offenbar so HE1 Rack-Einschübe, wie man so heute auch in Datacentern findet. Allerdings kommen mir die Kontrollen wirklich ganz schön anachronistisch vor. So mit diesen drehbaren Zeigern hier und so weiter. Es steht auch überall Drake dran, aber klar, ich würde meine Hardware halt eben auch durchbranden, wenn ich die Chance hätte. Was gibt's da? Emergency Supplies. Ah, First Aid, Radiation Treatment und Rationen. Also falls man mal ein Hühnerchen bekommt, keine Ahnung, aus Versehen mit Uran gespielt hat oder sich einen Finger geschnitten hat dabei, hier wird einem geholfen. Jetzt gehen wir mal hier weiter hinten durch. Und hier haben wir nämlich den Power Plant. Woher weiß ich, die Juno Starwork. Und hier drüben, das sieht halt einem Generator wirklich nicht ganz unähnlich. Ich kann es aber auch beweisen. Ich habe nämlich hier aus der Broschüre. Ach du meine Güte, und jetzt merke ich gerade erst, ich habe das Ding nicht wieder weggeschaltet, ich Idiot. Wunderbar. Na dann gehen wir halt einfach mal zurück und fangen nochmal von vorne an. Wo habe ich denn abgesetzt? Ach, wie ärgerlich. Naja, dann mache ich hier einfach mal kurz einen Break. Ist er 20 Minuten? Ich klappe die zwei alles von vorne. Der war alles gut, aber sorry. Ja. Du standst vor dem Schiff. Vor dem Schiff? Ah ja, natürlich. Ich gucke nochmal kurz ein Video, damit halt eben der Übergang halt eben nochmal funktioniert. Aber das kommt davon, wenn man halt so hier so Mufuti Multimedia machen will. Und dann in der Aufregung verkackt. Aber gut, deswegen machen wir das ja live, weil das ist ja die Hälfte des Unterhaltungswerts dieses Streams, ja, mir beim Blödsinn machen zuzugucken. Und offenbar rappt OBS das Ding immer noch. Aufnahme läuft. Und es ist immer noch keiner zu Schaden gekommen. Nichts ist explodiert und nichts brennt. Ah ja, Tonqualität ist schon mal gut. So, das ist alles schade. Ah ja, da kommt die Engineering-Konsole.
Engineering-Konsole. Ah ja. Muss ich mal hier mal kurz reinhören. Der ganzen Geschichte. Wo wir jetzt halt eben auch sehen, wir stehen jetzt quasi hier oben vor den Fuel Tanks neben der Engineering-Konsole. Und dementsprechend ist halt hier in diesem Raum auch der Turmzugang verortet. Und das werden wir jetzt gleich mal überprüfen, ob das. Okay, dann überprüfen wir jetzt mal den Turmzugang. Diesmal mit Spiel. Bitte eine etwas langsame Spielführung. Selbstverständlich gerne. Ich probiere es jetzt einfach nochmal, ob ich hier jetzt wirklich nicht runterkomme. Hier war vorhin eine Invisible Wall und die ist immer noch da. Tja. Tja, tja, tja. Component Housing. Das gucken wir uns nachher an. Das geht euch jetzt noch alles gar nichts an. Lö, lö, lö. So. Zack. Aufnahme läuft wieder. Ich lasse mal ein bisschen vorlaufen, weil ich habe jetzt nämlich ein, zweimal schon erlebt, dass dabei was kaputt gegangen ist. Ich habe Kaffee zu Bier gemacht und wieder zurück. Ich kann das nachher auch alles in Pipi machen, das zeige ich euch aber nicht hier, sonst wird der Kanal gesperrt. Ah ja, stimmt, das war super. Dein Charakter macht auch ein böses Gesicht, wenn du schießt. Dosa schießt, sondern du hast mich erschossen. Ja, ist total abgefahren. Ich kann nicht mehr über Wasser reden, wenn ich trinke. Jetzt habe ich gerade Trinkgeräusche gemacht, ohne dass ihr meinen Mund gesehen habt. Ist auch toll, ne? So. Mal sicher. So, jetzt müsste jetzt eigentlich alles mittlerweile so. Aber ich sehe auch, dass offenbar OBS. Ja, das klären wir alles hinterher nochmal. Aber ich probiere es jetzt einfach mal mit einer etwas langsameren Führung hier. Ja, so. Synchron war es zwar, aber wer weiß. Genau, so. Hier sind, wie dokumentiert, die Fuel Tanks. Und hier hinten ist der Turm. Ich werde verrückt. So, da setzen wir uns auch gleich mal rein und hoffen, dass wir da jetzt auch gleich wieder rauskommen, weil das ist ja halt immer so ein bisschen die Geschichte bei Star Citizen. Es ist halt eben noch eine Early Alpha, funktioniert nicht alles. Oh Gott, ich stehe Kopf. Das ist genau das, was ich meine. Nee, Quatsch. Das stimmt natürlich. Der Turm hier unten ist über Kopf angebracht, was eigentlich halt nicht so viel Probleme. Mann, oh Mann, ich würde auch gerne diesen Turm mal sehen. Bitte, 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 lass mich diesen Turm sehen. Genau, so jetzt hier nämlich. Ja, da unten. Das ist, ja, ihr seht schon. Diese über Kopf angebrachten Türme sorgen manchmal für ein klein wenig Verwirrung, wenn halt eben geschrien wird über uns und der untere Turmschütze, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Dementsprechend ist das halt eben mit dieser 360-Grad-Geschichte im Weltraum immer so ein Ding. Aber das muss man halt eben durch Übung und Kommunikation abfangen. Jedenfalls haben wir hier die wunderschöne Caterpillar von außen. Und ich kann leider jetzt wirklich nicht weiter rauszoomen, weil sonst stecke ich nämlich in der Decke und das sieht gar nicht so gut aus eigentlich. Wie ihr seht, ist hier aber auf der Oberseite. Jetzt komme ich wieder nicht dichter ran. Es ist wirklich ein Träumchen. Was ist denn, wenn ich jetzt hier so mache? Dann bin ich wieder im Turm. Dann bin ich wieder so. Da oben, ziemlich genau mittig in den. Mann. So, da. Mittig vor dem Quergang, der die Schleuse. Die Aussichtsplattform auf der asymmetrischen Tragfläche verbindet mit dem Kommandomodul, seht ihr, hat er sich noch eine kleine Schleuse in die Oberseite der Caterpillar eingelassen. Mal gucken, ob wir die gleich noch finden. Die habe ich jetzt nämlich so bewusst noch nie wahrgenommen. Ich weiß aber, dass sie da ist, weil sie ist in der Dokumentation halt eben angezeigt. Und gut sichtbar halt so die vier riesigen Triebwerke, die das Ding im Space Combat Mode auf 100 Meter die Sekunde bringen und im Afterburner auf sage und schreibe 892 Meter. Pro Sekunde. Also wenn du halt komplett auf dem Nachbrenner stehen bleibst, kannst du auf maximal 892 Meter die Sekunde beschleunigen. Ich schaue jetzt einfach noch mal kurz in die Ausstattung, die mir der Weasen hier aufbereitet hat. Und zwar gehören dazu die Kommandobrücke, die für alle Multicrew-Operationen geeignet ist und die gleichzeitig der Escape-Pod ist. Was ich allerdings ein bisschen seltsam finde, da wir gesehen haben, dass die Betten offenbar in der Messe, das bedeutet im Hauptrumpf, verortet sind.
Da kann man sich halt vielleicht nochmal irgendwie Gedanken drüber machen, ob das so wahnsinnig sinnvoll ist. Aber schauen wir uns den Quatsch einmal von innen an. Die Traktorstrahlen hatten wir schon, also den Traktorstrahlkontrollraum, den sehen wir gleich auch noch. Modulare Frachtkammern und halt eben inklusive der Galerie, die wir gesehen haben, die es uns ermöglicht, das Schiff weiterhin auch vollbeladen komplett zu begehen. Wie gesagt, hier haben wir die Triebwerke ach meine Güte, genau, hier sind die Fuel Tanks, hier die Triebwerke für die beiden schwenkbaren Außenteile und hier hinten da oben sind quasi die beiden anderen großen Haupttriebwerke verortet. Fuel Tanks, Fuel Tanks. So, dann gehen wir jetzt mal weiter nach oben ins Obergeschoss der Caterpillar und stehen jetzt hier in der Aussichtsplattform, die wir vorhin auf diesem asymmetrischen Flügel gesehen haben. Da ist auch nochmal das Kovalex-Symbol. Es steht auch draußen auf der Caterpillar drauf. Kovalex Shipping Hub. Kommt dem einen oder anderen wahrscheinlich bekannt vor. Ist offenbar eine Firma im Verse, die sich halt auf Transport spezialisiert hat. Die Scheiben sind ein wenig mistig, aber naja, gut, okay, weißt du, streifenfrei ist scheinbar in der Zukunft auch immer noch so eine Geschichte. Jedenfalls ist das jetzt hier der Ort, wo der Operator dann den Traktorstrahl benutzen wird. Ich mutmaße. Ach du Schande. Ja, bin jetzt halt eben rausgegangen. Komm, mal ein bisschen dichter an den Traktorstrahl rangehen, ist auch nicht schlecht. So genau. Ich mutmaße ja, dass das hier der Traktorstrahl ist, womit man dann quasi hier in Zero-G und Null-Atmosphäre das Schiff von außen beladen kann. Was ja eigentlich schon ganz geil ist. Jetzt stellt sich nur die Frage, wer soll das hier lesen? Ja, Leute, die drüber fliegen natürlich, aber die viel wichtige Frage ist, wie komme ich jetzt da wieder rein? Sitze. Ha, durch die Schleuse natürlich. Die nicht funktioniert. Ne, die geht nicht. Naja, zum Glück habe ich die Klappen offen gelassen, deswegen machen wir es jetzt einfach so. Zack. Und dann sind wir wieder back on track. Und nach hinten durch. Zack, zack. Alles mitgeschrieben, ne? Wie gesagt, also hier Messe, Schlafgelegenheiten, 4 Stück an der Zahl, im Hauptrumpf. So, wenn wir jetzt halt nach oben gehen und uns das Kommandomodul mal anschauen. So, wie gesagt, da sind wir gerade rausgebackt. Da geht es zum Generator. Wir schauen jetzt erstmal das Kommandomodul an. Das sind wir nämlich hier. So, das ist quasi die Brücke mit 2 Pilotensitzen. Das ist schon mal sehr geil. Ja, dass halt nicht einer durchfliegen muss und halt sitzen bleiben muss, während halt die anderen Däumchen drehen müssen, sondern offenbar gibt es einen Co-Piloten und einen Pilotensitz. Die beiden können sich abwechseln und ich vermute jetzt mal, dass man die Funktion auch rüberschalten können wird. Cockpit-Übersicht ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, gut, das ist halt klassisches Drake-Design, sieht halt eben ein bisschen anachronistisch aus, auf der anderen Seite aber auch ganz schön robust. Und wie gesagt, das Ding soll ja im Betrieb halt eben auch ganz schön günstig sein. Und ja, da würden halt dann auch so Wandpaneele einfach nur stören. Sonst kommt man ja an die ganze Elektronik dann nicht ran. So, hier ist noch ein weiterer Arbeitsplatz, in dem man sich reinsetzen kann mit ja, einem Multifunktionsdisplay, was aussieht, als hätten sie es aus einem russischen Panzer ausgebaut. Aber das ist halt wirklich einfach Drake, ne? Günstige Komponenten zusammengehauen, sehr modular, austauschbar, Feuerlöscher gibt es auch. Und dann schauen wir mal, ob hier unten der Traktorstrahl-Operator-Sitz ist. Volltreffer. Von hier aus kann man nämlich den zweiten Traktorstrahl operaten. Da gehe ich jetzt mal schwer von aus, weil ich kann nämlich wunderbar von hier aus auch die offenen Cargo-Module einsehen. Und wir sehen, ich habe mir umsonst Sorgen gemacht, hier sind tatsächlich nochmal 4 weitere Betten für die Crew untergebracht. Was mich jetzt ja schon halt ein bisschen irritiert, weil natürlich kann man sagen, okay, Max Crew ist 4. Das sind die 4, die halt quasi sich im Schiff verteilen können, die in die Türme können, die Pilot, Co-Pilot. Aber es passen halt eben auch 4 hier ins Escape-Modul, was sich dann vom Rumpf trennen kann und seiner Wege fliegen kann. Aber das hieße ja, dass hier eigentlich der Aus Ein- und Ausgang dieses Moduls sein müsste. Geht nicht. Ist noch nicht funktional, diese Tür. Aber hier haben wir halt eben auch noch mal einen Kochplatz und eine Spüle und eine Dusche. Okay, im Kommandomodul ist die Dusche.
Das Scheißhaus haben wir jetzt vorhin unten in der Messe gefunden, auch direkt neben der Kochstelle. Kann man sich jetzt drüber ärgern oder sich die Frage stellen, ach so, ja, verstehe. Ich muss mir natürlich halt beim Duschen auch die Hände waschen können. Das ist sicherlich sinnvoll, aber gut. Wer würde denn kritisch sein? Vielleicht hier hinten? Ja, nee, hier bin ich runtergekommen. Nö, also im Kommandomodul gibt es offenbar kein Klo. Naja, dementsprechend macht nicht zu viel Gebrauch von der Kochstelle. Sonst kommt ihr nämlich, sagen wir mal, strukturell in Probleme, würde ich sagen. Aber gehen wir jetzt mal weiter durch. Wir haben ja noch nicht alles gesehen, sondern wir müssen hier oben noch durch diesen Quergang. Hier kommen wir nämlich in den Serverraum. Und hier ist offenbar die ganze Steuerelektronik des Schiffes verortet. Was, ja, eigentlich auch recht anachronistisch anmutet. Das sieht original aus wie diese HE1 Rack-Einschübe, die man halt eben so aus der modernen IT kennt. Klassisch einfach halt so irgendwie mit ein paar Schrauben am Rack befestigt. Man kann sie halt rausziehen und halt auch alles Drake gebrandet, aber sehen halt entsprechend auch altbacken aus. Aber naja, gut, okay. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das dann halt Komponenten sind, die halt nicht so einfach kaputt gehen können. Hier auch nochmal schön Drake gebrandet. Eine Druckleitung, was ist Emergency Ventilation, also offenbar Teil der Lebenserhaltung, die hier durchgeht. Und dicke, fette Kabelstränge, die sich hier durchs Schiff schlängeln. Ich mag den Look and Feel, die Designer halt der Drake-Schiffe sich ausgedacht haben. Das wirkt halt einfach alles immer sehr pragmatisch und robust. Und hier ist der Generator. Hergestellt von Juno Starwerk oder Juno Starwerk. Cap 1, Cap 2, Capacitor, also Kondensator, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und jede Menge Breaker bzw. Sicherungen. Jetzt schalte ich mal kurz das Overdeck Overlay ein. Und hier sehen wir nämlich, genau hier oben ist der Server Room. Da waren wir gerade drin. Jetzt stehen wir hier direkt vor dem Generator, dem Power Plant. Und dahinter ist noch ein weiterer Raum, der mir aber sehr ungenutzt vorkommt. Hier oben sind nämlich die beiden Triebwerke verortet. Da links geht es zum Kommandomodul und nach vorne geht es über den Catwalk auch wieder ins Cargo-Modul. So, dann machen wir es jetzt mal gleich und schalten das Overlay wieder aus. Sehr wichtig, weil wäre wirklich ärgerlich, wenn ich jetzt weiterspielen würde, ohne halt dieses Overlay wieder wegzuschalten. Man sieht da nämlich sehr wenig. Und jetzt, tapper, 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 sieht der Raum auf einmal gar nicht mehr so groß aus wie gedacht. Und jetzt frage ich mich ja, was ist denn dieser ganze Dead Space da eigentlich in der Wand? Ich meine, hier, Generator, ja. Okay, da ist die Broschüre nicht mehr ganz up to date. Was ist denn jetzt hier in dieser Ecke verortet? Component Housing. Also offenbar auch nochmal irgendwelche Komponenten. Welche genau, sei jetzt mal dahingestellt. Das ist ein Symbol, was vor explosivem Material warnt. Okay. Da die Caterpillar aber keine Raketen an Bord hat, wüsste ich jetzt nicht, was da drin sein sollte. Könnte sein, Treibstoffleitung oder irgendwas. Also hier sind jetzt irgendwie offenbar dann die großen Triebwerke verortet auf der Rückseite. Kann man jetzt von innen nicht so richtig erahnen. Aber gut. Ja. Mag schon alles richtig sein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nochmal vors Schiff, beziehungsweise durch den Rumpf. Ich möchte einfach nochmal auf dem Catwalk bis nach vorne durchlaufen und vorne aus dem Schiff springen. Das finde ich jetzt nämlich so als Abschluss eigentlich ganz gut. Ich lese hier gerade, Weasen hat mir noch hingestellt, die vier modularen Frachträume sind getrennte Frachträume. Genau, es ist nämlich auch halt eine Besonderheit, dass diese Dinger halt allesamt mit Luftschleusen voneinander getrennt sind. Und wie gesagt, halt hier sollen keine Airshields drin sein. Wenn ich die aufmache, ist das Ding hier drin drucklos. Aber das kann ich natürlich mit den einzelnen Frachtmodulen einfach machen, ohne die anderen zu beeinflussen. Ne? Dementsprechend gibt es halt eben auch diese Druckshots hier zwischen. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Und die Türme sollen ein sehr fortschrittliches Zielsystem haben, wie auch immer das geartet sein soll. Bin dann mal drauf gespannt, wann die Türme hier überhaupt mal ein Zielsystem bekommen. Leider funktioniert der obere Turm immer noch nicht. Aber komme ich denn im Notfall von hier oben einfach runter? Nee, offenbar nicht. Dementsprechend machen wir es jetzt einfach so und klettern jetzt einfach mal hier runter. Zack. Dip, 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 dip. Also man kann sich im ganzen Schiff sehr schnell bewegen. Allerdings muss man sich halt wirklich den Lageplan halt vorher gut einprägen. Weil gerade im hinteren Bereich, erinnere ich mich, bin ich halt die erste Zeit
dann doch recht oft ins Schleudern gekommen. Alle hopp. So, und raus aus dem Airshield. Und damit sind wir eigentlich mit diesem Schiff jetzt durch. Das ist die Drake Interplanetary Caterpillar für euch gewesen. Für euch von mir hier auf dem Crash Academy Channel. Liked und disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet. Und vor allem quatscht mit uns über Star Citizen. Das mögen wir sehr gerne. Wir unterhalten uns gerne mit euch. Wir senden dreimal die Woche live auf Twitch. Dementsprechend würden wir uns da auch sehr über ein Abo von euch freuen, genauso wie hier auf YouTube. Bei Twitch ist es so, wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, dann habt ihr ein Abo for free quasi mit drin in eurem Prime-Paket. Das hätten wir gerne, weil euch kostet es nichts und uns bringt es extrem nach vorne. Wenn ihr uns persönlich unterstützen und den Channel halt eben auch gerne weiter wachsen sehen wollt oder ausgebaut sehen möchtet, dann schaut doch mal bitte bei Patreon vorbei. Unsere Patreons sind nämlich für uns extremst wichtig. Ihr haltet uns nämlich am Laufen, liebe Patreons, und ermöglicht uns Reisen zur Gamescom zu unternehmen oder halt eben zur CitizenCon, wie dieses Jahr gerade, um dort weitere Informationen für euch zusammenzutragen und die dann hier auf dem Channel auch auszuwerten. Ihr seid großartig. Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal an unsere Patreons. Und dementsprechend bin ich jetzt hier eigentlich mit diesem Schiffchen fertig. Und ich würde sagen, ja, bleibt uns gewogen, schaut's nächstes Mal wieder rein und Dose sagt euch heute ganz alleine, see you on the flight deck. Glaube, man kann ja eigentlich langsam mal schneiden. So, und ich hoffe, ich habe jetzt wirklich nichts vergessen. So, erzählt mir doch mal was. Oh, der Rangor, vielen Dank für dein Abo, vielen Dank, wie lieb von dir. Jetzt kann man ja eigentlich mal den TS auch aufmachen und hier mal den. Wollen wir den Sawyer reinlassen? War gut, ja? Applaus, Applaus. Auch geil, Dankeschön, das freut mich ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber ich habe den ganzen Quatsch hier wirklich alles vorgelesen. Ich habe auch den Heist-Bit drin. Naja, gut, ich hätte es noch mal sagen können, dass Drake tatsächlich halt hauptsächlich Piratenschiffe baut, aber naja. Gut, ich glaube, auf die shady Reputation des Schiffes bin ich halt schon eingegangen. Berlox, Dankeschön. Vielen Dank für dein Resub. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ihr seid geil. Sehr gut. Na, wollen wir die Säuer reinlassen? Lass mal die Säuer rein, ne? Also, aber nur, wenn er nicht Shian spricht. So, mal gucken hier. Schande, wo sitzt der denn? Der sitzt so bestimmt hier im Aufnahmeraum, oder? Nett, 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 nett. Ah ja. Hallo, Sawyer. Hallo, Dosa. Sehr gut. Dr. Oversteer hat zwar geschrieben, aber nur wenn er Shi'an spricht, aber das habe ich jetzt mal dir zuliebe überlesen und damit Nein, nervt. nein, das ist schon ganz, ich habe das schon ganz richtig ausgesprochen. Ah, aber nur, wenn er nicht Xi'an spricht. Und du sprichst Okay. kein Xi'an, insofern darfst du jetzt gerne bleiben. Ja, das dachte ich Auf mir so. unserem Ich mache eigenen das. Kanal. Ich weiß, es Ich ist wirklich mache. sehr großzügig von Nee, mir. ist in Ordnung. Du bist der Host, du bist der Bestimmer. Du hast das Krönchen auf. Das ist in Ordnung. Wenn ich Let's Crash hoste, kann ich auch mal Shi'an ansprechen, aber jetzt Ja, das nicht. kannst du gerne machen. Ich sag dir eins, das wird sich negativ auf deine Viewerzahlen auswirken. Wir werden sehen. Weil nämlich keiner ein Wort verstehen tut davon. Da hast Von du wohl dem recht. komischen Schian, was der da erzählen tutet. Schönes Let's Play übrigens. Dankeschön. Ich war mir ja Du nicht ganz hast so zwar das. sicher. Hä? Du hast zwar die Sache mit der langsameren Kameraführung auch beim zweiten Teil jetzt nicht optimal umgesetzt, aber es war cool. Du bist halt so, ich finde es gut. Du hast immer eine Dynamik im Bild. Ja, das ist halt eine schöne Umschreibung für halt immer auf Crack. Aber Keine. okay. Es tut mir wirklich Okay. leid, ja. Also wenn ihr halt irgendwie eine langsame Kamera haben wollt, dann muss ich hier irgendwie einfach, wahrscheinlich muss ich einfach die Empfindlichkeit meiner Maus runterstellen. Das Ich glaube auch, wäre das der glaube ich auch. Hardware-Hack gewesen an der Stelle. Ja, das glaube ich auch. Ich mache das nämlich tatsächlich für Let's Plays auch. Also ich habe hier in der Maus Boah, echt aber ein anderes dann Setting sehe ich für. ja, oh Gott, aber das ist ja. Oh, da muss ich mir auf dem Desktop hier, muss ich ja die Maus dreimal umsetzen, bevor ich auf einem anderen Monitor bin. Ja, das ist. Nur no, nee. So, wer Warte da mal hier. schätzt.
Genau, Kaffeerausch fragt nämlich gerade was. Das ist gerade, wird nämlich gerade viel diskutiert. Er fragt, habt ihr schon dieses Bild gesehen, das möglicherweise das nächste Konzeptschiff zeigt? Das ist ja die Einladung zum Anniversary Sale. Ab 24.11. startet er übrigens. Und der ist. Das ist da unten selber. Das ist irgendwie blöd. Machen wir weiter. Und der. Ja, ja, und der Sale, wie gesagt, am 24.11. startet der Sale, geht bis 4. Dezember und wurde jetzt im Newsletter angekündigt, und zwar mit diesem Ihnen welchem Bild. Und dieses Bild ist natürlich, das erinnert an vielen Stellen an verschiedene Schiffsdesigns. Das Besondere, finde ich persönlich, ja, Aegis ist da sehr drin, aber es gibt halt bisher kein Schiff, was diesen Schematics sozusagen entspricht. Und darum geht natürlich jetzt die Spekulation los. Ja, ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kann ein einfach altbacken gehaltenes Artwork sein. Für mich hat es vor allem eine Ähnlichkeit zu Hornet und zu Anvil hier an der Stelle, wobei ich auch Sachen von der Vanguard und ähnlichem entdecke. Und das macht so ein bisschen, ja. Irgendwer war in meinem Hangar, als ich im Schiff war. Wieso? Weil irgendwer meine beiden Greycats hier umgeparkt hat. Die sind sogar noch an, die ruppeln hier nämlich durch die Gegend. Und irgendwer hat mein Skelett hier freigelassen. Das ist nicht mehr in seinem Kabuff, sondern guckt halt da raus. Genauso wie dieser komische Körperpanzer. Ich sehe, oh Gott. Creepy. Ja, ich dachte mir gerade so, unangenehm. Wir haben doch noch gar keine Multiplayer-Hangars. Das war alles noch. Oh nee, jetzt kann man in die scheiß Greycats nicht mal mehr einsteigen. Warte mal, jetzt kann man hier. Ah, die Paint kann ich noch ändern. Okay, aber wie komme ich denn jetzt in diesen Greycat jetzt hier wieder rein? Da muss der Use-Button noch hier auch irgendwo sein. Du Schande, kann man jetzt hier durch die Gegend schieben? Nee, auch nicht. Congratulations, you broke it again. Puh, ja, ich habe einen Poltergeist im Hangar, das sehe ich ähnlich. Nakaron hat recht. Hier gibt's Gespenster! Ich muss die Maus wieder hochstellen, ich ertrag das nicht. Ich realisiere, ich laufe ja gerade mit SLI. Ich habe ja hier zwei GTX 180 in der Kiste. Und ich laufe mit SLI, was jetzt ja unter Windows 10 gar kein Problem mehr ist. Und tatsächlich halt, mein Spiel ist hier Rock Solid 60 und ist halt butterweich. Ich sehe aber im OBS, dass es da halt zuppelt. Und jetzt habe ich ja die dumpfe Theorie, dass der OBS nur den Framebuffer der eigenen Karte abgreift. Während halt die 3D-Beschleunigung auf meinem Monitor, die hier über HDMI kommt, Quatsch, über DisplayPort kommt, da werden die Frames dann richtig hintereinander gesteckt und ich habe 60, während halt eine Grafikkarte immer nur 30 ausspuckt oder so. Das ist jetzt ein bisschen komisch, weil ich dachte nur, das Anti-Aliasing wird auf der einen Karte gemacht und dann auf der anderen, ach, was weiß ich, ey, keine Ahnung. Was? Ich kann dir da jetzt auch weder zustimmen, noch dir da Kontra geben. I lost you again, didn't I? You did. Natürlich. Es ist jedes Mal, weißt du, halt so, irgendwer muss dann immer mal so ein Schild hochhalten, so Achtung, Dosa Technobabble. Ich will ja eigentlich auch immer noch dieses Erklärvideo halt zu der Citizen-Compresi machen. One Frame in Star Citizen, die fand ich ja ultra geil, weil da so viel Zeug drin war, was mir so bekannt vorkam. Ich dachte mir so, oh, ist ja geil. Da kann ich das ja mal so auf Deutsch erklären, damit die Leute verstehen, wie awesome das ist, was die da machen. Be my guest, ich kann dir da höchstens anbieten, dass ich da Prinz Ahnungslos spiele und neben dir sitze und wissend nicke. In der völligen Überzeugung, dass ich kein Wort verstehe. Aber ist ja das geil. Ist völlig okay. Leute, wollt ihr Dosa Sawyer als Wackeldackel-Video haben? Genau, dann würde ich das nämlich machen. So, dann mit der Caterpillar in Würste-Runde. Ja, das machen wir jetzt auch, Kaffeerausch. Ja. Und eine GTX 1080 habe ich noch nicht. Nee. Nee, das sind 289 oder was, ne? Nee, 2980. Nein, nicht 2x1080. Was soll ich denn mit 2x1080? Ja. Ja, da kann ich mir auch eine TI reinstecken. Das wäre einfach zu Fülle. Ich meine, ich habe auf Arbeit habe ich mir eine Kiste für zur Farbkorrektur gebaut mit zwei Titan Black damals, als es die noch gab, drin. Das fetzt schon. Da haben wir aber Star Citizen drauf installiert. Und es hat gar nicht mal so viel gebracht. Nee, es war erstaunlich, ne, dass wir geguckt haben. Eigentlich war es jetzt nicht so der. Ja, ich kann dir auch sagen, warum. Weil es lief unter Windows 7. Und da ist es halt einfach so, dass du. Also ich meine, ich weiß jetzt gar nicht. Ich bin, glaube ich, hier sowieso noch. Wie ist denn das? DirectX 12 supportet dann die separaten GPUs, die von den Spielen dann halt auch unabhängig voneinander adressiert werden können, während unter Windows 7 nur
DirectX 11 läuft, was ich dann halt aber, da muss ich die Karte per SLI zusammenschalten und kann dann die eine Karte zum Anti-Aliasing nutzen, die andere nicht, was jetzt nicht unbedingt so einen krassen Framerate-Zuwachs bedeutet, plus wir haben keine SLI-Brücke auf die Kiste gesteckt, also haben wir quasi Star Citizen auf einer Titan Black laufen lassen, einer, und die andere hat ganz viel heiße Luft gemacht gerade. Klar, ne? Ja, klar soweit. Ich muss nur gerade lachen über Rohals Bild wieder mal. Der hat ja jetzt schon drei so eine schöne Bilder in den Chat gepostet. Und das letzte ist auch wirklich, hat der Prinz ahnungslos genannt. Danke. How nice. Dann muss ich direkt sagen, oh, ist aber schön. Aber das allererste ist das Beste. Ich poste das nochmal rein. Das war wirklich gut. Das war zu dem Ergebnis des Votings zu Rohal im Video. Das war wirklich richtig schön hier. Das muss ich nochmal reinposten. Das war wirklich gut. Das sind ja nackte Männer. Dosa wie Rohal. Boah, hat er aber wieder, hier ist ja sein Photoshop-Skill ja wieder über 9000. Hallo, alle, die mit Ja gewotet haben, ausgenommen Wiesen. Der ist sein neuer Liebling. Rohals Gang, Rohal, die Fanboys. Am Ende ist sonst niemand gestorben. Verstehe, Rohal. Also ist das hier also quasi du und deine schwule Tanztruppe oder wie soll ich das jetzt hier irgendwie interpretieren? Ja, genau. Den hätte man machen sollen. Scheiße, da hätte ich das Bild hätte ich mal machen sollen. Das wäre gut gewesen. So eine Gay Pride Tanzparade und Rohal. Das ist dann halt so. Kann mal einer hier irgendwie so Oysterbar, genau. Blue Oysterbar aus Police Academy raussuchen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Werk. Ich bin im Hauptmenü, ich warte nur noch auf einen Invite von dir. Ja. Ich mach mal Invite to Party. Na, das ist doch mal nett. Jetzt habe ich dich in die Party invited. Naja, genau. Krass, dann gehe ich jetzt mal hier nach Crusader. Und welche Region machst du? Best, check. Du musst jetzt sowieso dahin, wo ich hingehe. Ey, Sepp02, vielen Dank für dein Abo, vielen Dank, wie lieb von dir. Ist halt furchtbar irgendwie. Mein Gehirn ist manchmal ein Arschloch, muss ich wirklich sagen. Es ist zwar noch nicht 22 Uhr, aber Arschloch darf man auch sagen, bestimmt, oder? Oder ist das auch nicht jugendfrei? Ist ja eigentlich, das ist doch ganz normal, dass man sowas halt so den freundlichen Leuten halt im anderen Auto mal im Straßenverkehr zuruft, oder? Ich meine, das kann doch jetzt keinen wirklich. Oh, wir haben eine Spende erhalten? Was? Wie? Wo? Ja? Echt? Hab ich noch nicht. Oh! Von Rohal? Einen? Dankeschön. Cool, aber das ist schon eine halbe Stunde her. Ich glaube, wahrscheinlich wollte er wieder den Alert testen. Und by the way, du kannst auch das Overlay umschalten, wenn du willst. Ach so, das war halt, weil ich da vorhin das Overlay und so, ja. Mhm. ja. Ja, doof. Weißt du, Wies meinte hier, ich habe dir noch was rausgesucht, da guck mal, dann kannst du das so besser zeigen und so. Ich so, ja, voll geil, mach ich. Und dann rede ich eine halbe Stunde im Schiff rum. So, das ist jetzt nämlich genau das Ding. Ich sehe es jetzt hier nämlich im GUI spratzen irgendwie. Jetzt läuft nämlich die zweite Karte hoch. Na gut, da hier sowieso nur 20 Frames sind. Ja, ich habe. Sieht aber gerade wirklich aus, als ob im OBS jedes zweite Bild fehlt. Das finde ich jetzt mal gar nicht geil, muss ich sagen. Im Stream ist aber da. Dann ist gut, dann ist das jetzt einfach nur Ressourcenmanagement. Also es ist auf meinem kleinen Monitor hier zumindest auf dem. Na gut, aber sieht man's, aber egal. Der Chat hat ja gesagt, das sieht okay aus. Nicht vergessen, an alle Türme zweimal S4 Revenant Gatlings anbauen. Habe ich gerade nicht. Ich habe auch keine, ehrlich gesagt. Aber ich besorge das jetzt mal. Genau. Jetzt erstmal hier, wo ist denn meine Caterpillar? Cleese hat übrigens noch angeboten, die Pirate-Version noch mit reinzustellen. Noch einfach hinterher und schmeiß sie aufs Landingpad. CCC. Oh. Da kam sie gerade. Oh ja. Oh, Bugge. Da kam es aber richtig dicke. Wo muss ich hin? Rate mal, wo spawnen so große Schiffe? Ach so. Ich habe keine Seele, die Tür geht nicht auf. Mach uff. Boah, ey, der Server ist aber ein Stück Scheiße gerade. Entschuldigung. Stück Mist, wollte ich sagen. Was passiert denn da? Die schreibt mir immer so einen bösen Brief, oder?
stellen die mir einfach kommentarlos den Kanal ab. Glaube nicht. Weder das eine noch das andere. Also bei mir läuft es jetzt einigermaßen mit 20 Frames wenigstens stabil. Ich bin auch bei 20. Ist jetzt halt kein Traum, aber ja. Ja, ich habe selbst hier keine 60 FPS mehr. Hier habe ich 20. Ruckelt bei euch der Stream, ja? Ey Leute, wenn das wirklich so ist halt so, dann muss ich jetzt mal kurz irgendwie das SLI abschalten, weil das geht mir echt voll auf die Ketten. Mhm. Ich mache das mal kurz, Vorsicht. Es kann natürlich sein, dass es das jetzt deswegen den Stream reißt. Aber dann ist das halt eben so. Und mir ist so SLI da aktivieren. Ja, da ist ein bisschen zu viel offen, als dass ich das jetzt mal eben... Ich mache das mal kurz. Ich muss allerdings den ganzen Quatsch hier kurz zumachen, ja? Kleinen Moment.